Hallo und herzlich willkommen auch in der Wüste. Es ist morgen früh jetzt und es ist kalt, 8 Grad. Ja, da wird es auch so kalt, dafür wird es nachher wieder warm. Ja, leider seht ihr das Video ein bisschen verspätet, weil ich habe hier kein Internet. Und trotzdem, jetzt geht es dann gleich los mit Dünenfahrten. Ich habe da einiges mit der Drohne aufgenommen. Leider hat meine Dashcam nicht funktioniert und deswegen seht ihr es nicht so genau, aber ich musste eine 4 Meter Düne bewältigen, das war Wahnsinn. Zuerst ging es runter in eine Mulde und dann gleich steil hoch. Also die Düne war viel größer wie beim Wohnmobil, aber es ging hoch. Ich habe es geschafft. Man sieht es nicht so genau auf den Drohnen. Filmen ist es vielleicht ein bisschen zu sehen. Okay, dann ab die Post. Viel Spaß. So, bevor es mal losgeht, müssen wir zuerst noch was arbeiten, nämlich Simmering, das Differential Eingangswelle ersetzen. Der alte ist raus, der neue ist schon drin und jetzt ist es dann schon bald fertig. Perspektive, Drohnenaufnahmen, gar nicht so einfach beides zu machen, fahren und die Drohne zu fliegen, weil der Follower, der funktioniert irgendwie nicht, deswegen fliege ich immer selber, aber schön wäre es natürlich, wenn ein Beifahrer fährt, aber ja nun, ist gegangen und jetzt geht es weiter nach Timbane. So langsam kriegt man ein Gefühl, es ist wie auf einem Schiff. Oh, hoch und runter. Jetzt kann ich schneller fahren, weil ich nur eines muss. Beziehungsweise ich muss mich nur auf einen Bildschirm konzentrieren, nämlich die Frontscheibe, mehr nicht. Das ist der Reifenfüllstandsensor. Leider lässt er sich nur Minimum 2 Bar einstellen und ich bin gerade so knapp darunter. Aber ich muss sagen, es macht Spaß. Ich bin sogar im dritten Gang. Macht wirklich Spaß. Jetzt ist dann das Dünending vorbei. Links geht's zur Burg. Wir müssen aber rechts durch. Das Ding hat PS bis zum Gehtnichtmehr. Wunderbar. So,
letzte Stück. Da musste ich das letzte Mal nochmal zurück, weil es geht hier runter. Und man merkt es, es ist weich. Aber absolut gut fahrbar. Also nachher ist 20 Kilometer keine Dünen mehr. So, das war es. Stein links, weit umfahren. Reifendruck ist hoch, da kommt doch noch eine Düne, aber mit ein bisschen Anlauf wird das gehen. Ja, der Motor hat richtig PS. Dritten Gang war das. Und das sieht richtig geil aus, he? Das ist unser Weg. Da hinten sind dann die herausfordernden Dünen, die es nochmal zu meistern gibt. Schwupps, schon sind wir auf der anderen Seite. Ich weiß nicht, waren das 10 Kilometer. Jetzt kommen dann irgendwann die großen Dünen, also für mich halt groß oder für den Mario. Ja, das sind sie noch nicht. Die kann man, glaube ich, fast alle umfahren. So, Reifendruck habe ich leider nicht so gut, aber ich habe jetzt mal die Tiefsperre drin. Mein Partner hat gefunkt, hat irgendein Problem, ist er nicht durchgekommen. Okay, alles gut. Keine Ahnung, was los war. Also, geht trotzdem gut. Ich habe jetzt die Düne genommen. Es wäre auch außenrum gegangen, aber ging ja nochmal gut. Ach, sieht das nicht schön aus, das Panorama von der Düne, sogar Treppen hat es drin, ich fahre ein bisschen neben der Spur, im dritten Gang sogar mit gut PS, der zieht sogar bei 1100 Umdrehungen dank diesem Tuning, das hat sich echt gelohnt, damit ihr das auch noch wisst. Wieder auf eine Anhöhe. Ja, das Land zieht sich schon ziemlich in die Länge. Jetzt muss ich gucken, welche Piste. So, diesmal habe ich eine andere Piste erwischt, die ist mehr links, zeigt mir meine Karte an, aber sie führt parallel dazu. Sie ist befahren auf jeden Fall. Also mal gucken, wo uns die jetzt hinführt. So, war gerade eine Passage, wo ich schnell schalten musste. Zack, zack. Ja, wie es scheint, ist das eine Parallelpiste. Die andere ist 5 Kilometer mehr rechts, die ich beim Hinweg gefahren habe. Ich sehe sie sogar weit im Hintergrund. So, die zwei Dünen scheinen wieder zusammenzukommen. Da sind zwei Motorradfahrer auf der anderen Düne. Also nicht Düne, Piste meine ich natürlich. Noch eine. Ja, das sind ganz viele. Die nehmen wir doch auf. Ja, mit so einem Motorrad macht natürlich auch Spaß. Aber du stehst die meiste Zeit. Dafür kannst du richtig Gas geben. Ja, einen ganzen Haufen. Go.
kommt noch eine entgegen. Also, hier ist es nicht gefährlich, solange man auf einer Hauptpiste bleibt, die fahrbar ist. Das sieht man auch, solange hat man immer wieder mal einen, der vorbeikommt. Also auch wenn man alleine da durchfährt, es ist immer jemand unterwegs. Und sonst kann man auch mal übernachten, das ist nicht so schlimm. Für das hat man ja einen Camper. Also für alle die sagen, ja, man geht nicht alleine. Ich meine, das ist jetzt nicht die tiefe Wüste, wo weit und breit keiner ist. Und das sind Hauptpisten, wie, ja, einfach befahrbar. So, vor uns der Dünengürtel, den es zu überwinden gibt. Einmal mehr. Sieht schon schön aus, he? Wir kommen der Sache immer näher. Aber wenn ich jetzt da der Erste wäre, würde ich denken, ach du Scheiße, wie komme ich da nur durch? Aber es gibt eine Piste zum Glück. So, sieht schön aus, he? Muss ich den zweiten schalten. Ja. Da kommen wir schon hoch. Ist ein Truck. Geil. Den haben wir gerade drauf. Ist doch super. Ein Iveco. So, wir müssen jetzt den Reifenruck wieder runter machen und die Drohne steigen lassen. So, ihr seht, Reifendruck ist unten, die kommen zusammen. Also hinten habe ich jetzt mal auf 1,5 und vorne auf 2,2 und das Zusammenkommen kann ich euch gleich sagen. Habe ich mal getestet, über eine Stunde, da wurde nichts heiß und ich hatte keinen Abrieb. Also das funktioniert zumindest beim Vario, warum auch immer, oder der Michelin-Reifen, Michelin, Michelin, ja. So, und das hier gilt es zu überwinden. Sieht wahnsinnig aus. Jetzt lasse ich aber die Drohne steigen und dann muss die aufnehmen. Ich hoffe, ich kriege alles drauf.
geil. Das war jetzt die größte Herausforderung für den Vario, weil es hoch ging und da war vor mir etwa eine 3-4 Meter Düne und das ging nur hoch durch. Aber der Vario hat es locker gepackt. Also, ich bin überrascht, wie gut das ging. Ja, ich hoffe, es ist auf dem Drohnenvideo etwas zu sehen, aber das war halt, ich musste die alleine fliegen lassen und ja, ich schneide es dann zusammen. So, da sind wir wieder vor der Teehütte. Das ist ungefähr 1-2 Kilometer nach diesen Dünen, ist diese Teehütte. Und jetzt trinken wir da einen Tee, damit der Mann ein bisschen Kundschaft hat. So, Tee getrunken, jetzt geht es Richtung Nationalpark, etwa 15 Kilometer. Und jetzt sollte eine Verzweigung links weggehen, wenn das noch aktuell ist. Da kommt der Express. Da haben wir wieder unsere abgebrannte Hütte mit der Mülltonne, die niemand leert. Jetzt kommen wieder ein paar kleinere Dünen. So, wir sind wieder auf einer Anhöhe. Und jetzt geht es ein bisschen durch so Dünen. Das war's. So, schöner Anblick. Die Sonne ist halb vor uns. Jetzt fahren wir hier hoch auf die Kuppe. Jetzt mache ich die Untersetzung rein. Und den 4x4. So, ganz schön steil. Der packt das. Die Untersetzung ist schon geil. Ein Heller. Ja, die schlafen da draußen, nicht angeleint hinter dem Busch, weil es windet ein bisschen. Und da ist die Angie auch hinter einem Busch. Ja, die wissen, wo es nicht so fest windet. Ja, wir haben Lagerfeuer gemacht. Es ist herrlich, ich liebe das, so ganz alleine. Irgendwo weit draußen. Ach, ich kann euch sagen, das war so eine schöne Nacht da draußen. Wir sind da auf einem Hügel und rundherum Dünen und Sternschnuppen durch mein Dachfenster. Einfach wunderbar. Es war herrliche. Wirklich herrliche Nacht, ganz ruhig, klarer Himmel. Ich liebe das, diese Ruhe hier in der Natur. Das war einfach geil. So, meine zwei machen wieder eine Runde. Die müssen das jetzt ohne mich machen. Dürfen sie auch, die waren schon vorher mal weg. Da hinten läuft eine Kamelkarawane und zwar ganz alleine, ohne Menschen. Vielleicht seht ihr es. So geil. Man hat hier einen super Ausblick. Wie geil ist das denn? Cool.
Sie reagieren auf mich. Ja. Die lösen sofort die Formation auf, ne? Guck mal da. Kriegen die das mit? Ja, klar. Gib mir das Fernglas, bitte. Die lösen die Formation auf in der Mitte. Na, die rennen nach. Ja. Siehst du? Ja. So empfindlich. Ja, die hören doch. Hier ist doch sonst. Hier ist absolute Stille. Jetzt musst du gucken. Ja. Nein, meine hier auf dem Bild. So, das war es wieder. Was ihr hier im Hintergrund hört, ist meine Klimaanlage. Die ist jetzt am Heizen, nicht am Kühlen. Es ist Wahnsinn. Einmal so, dann wieder so. Ja, gut. Im nächsten Video seht ihr dann, wie wir uns ein bisschen verirren. Da sind alte Routen oder Routen eingetragen. Die gibt's aber längst offenbar nicht mehr. Und wir versuchten die zu finden, aber da war alles zu. Und so mussten wir dann ja über 3 Stunden für 10 Kilometer bewältigen und sind dann schlussendlich außen herum vom Nationalpark gefahren. Das im nächsten Video. Okay, schön wart ihr dabei. Daumen hoch und bis zum nächsten Mal.